Kann man die Impfstoffe eigentlich kombinieren? Also der Grippe, dass man sozusagen, ich kenne das jetzt nicht, als ich in Namibia war, habe ich so eine Vierfachimpfung bekommen. Kinderlähmung, Keuchhusten, Tetanus und Diphtherie, glaube ich, in einer Dosis. Wäre das hier auch möglich, dass man Grippe und Corona-Impfstoff miteinander kombinieren könnte in einer Injektion? Also als Zukunftsmusik sicherlich, aber im Moment, also wenn man zum Beispiel einen RNA-Impfstoff als Corona-Impfstoff benutzt, kann dieser nicht mit einem klassischen Grippevirus-Impfstoff kombiniert werden. Das müssten dann zwei RNA-Impfstoffe sein, die dann kombiniert werden. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die hergestellt werden. Der klassische Influenza-Impfstoff, der wird ja in Hühnereiern hergestellt. Da würde wenn man da die RNA dazu kommt, würde sie relativ schnell kaputt gemacht werden. Ach so. Aber man könnte jetzt auch den Grippeimpfstoff auf RNA-Basis Das herstellen. wird bestimmt schon versucht, dass man mit auf RNA-Basis allerhand unterschiedliche Impfstoffe produziert. Es hätte vom Vorteil, dass man eben auch als eine Zukunftsmusik diese Impfstoffe weltweit ausdrucken kann. Also es ist ja quasi ein chemischer Vorgang, es ist nicht mehr etwas, was in Zellkultur passiert, dass man den Impfstoff quasi von der WHO angesteuert weltweit in den verschiedenen Produktionsstätten ansteuert, die Sequenz ausdruckt und damit die Bevölkerung impft. Das wäre eine neue Zukunftstechnologie, aber machbar. Genau, und da ist jetzt meine abschließende Frage. Sie kommen ja aus der HIV-Forschung. Und da meine Frage, profitiert jetzt die HIV-Forschung von diesen neuen Verfahren der, ich glaube, mRNA oder RNA, von den mRNA oder RNA-Impfstoffen? Sie werden sich wahrscheinlich wundern, wie viel die Corona-Forschung von der HIV-Forschung profitiert hat, weil zum Beispiel auch der Adenovirus-Vektor, der Vektor von AstraZeneca, die kamen alle aus der HIV-Forschung, Und die das wusste benutzt ich gar wurden. nicht. Darum sind ja weltweit, also die sich im Moment um Corona kümmern, sind eigentlich alles die HIV-Forscher, angefangen mit Tony Fauci, aber auch Linda Gail-Becker in Südafrika oder Glenda Gray oder so. Das sind ja alles eigentlich aus dem HIV-Feld, weil wir ja da 40 Jahren eine Pandemie haben. Der RNA-Impfstoff wurde am Affen zumindest gegen SIV, also Affen-HIV, getestet und hat da so ganz vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Aber es ist natürlich nicht so ein Durchbruch gewesen wie gegen das Coronavirus, weil HIV ist einfach ein sehr viel komplizierteres Virus Aber als das Coronavirus ist auch ein Retrovirus. Nein, das Coronavirus ist kein Retrovirus. Ein Retrovirus schreibt sich um in DNA und schreibt sich ein in das Genom vom Menschen. Ist es ein RNA-Virus, das bleibt aber immer RNA und es bildet dann im Zellplasma, also gar nicht im Zellkern, sondern im Zellplasma, mehrere RNA-Schnipsel, also vervielfältigt sich dort nur anhand der RNA, ohne in DNA umgewandelt zu werden. Ah, okay. Da habe ich wieder was gelernt. Ja. Sehr schön. Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage. Wann ist die Pandemie beendet? Also die Pandemie in dem Sinne ist beendet, wenn es zu einer Endemie kommt. Eine Endemie ist ja, dass ein Virus heimisch wird und immer so auf einem gewissen Level wabert, vorhanden ist, aber auch nicht weggeht. Da gibt es natürlich mathematische Definitionen dazu. Also quasi, wir haben ja diese Basisreproduktionszahl von 3 oder jetzt mit neuen Varianten vielleicht ein bisschen höher. Wenn das zusammen mit der Anzahl der Menschen, die noch überhaupt anfällig sind für das Virus, auf 1 kommt, also so auf einen balancierten Schwellenwert, dann ist man eigentlich in einer Endemie angelangt. Das wird sehr schwer sein, das in dieser Pandemie zu definieren, weil wir eben keinen wirklich 100% schützenden Impfstoff haben. Aber ich denke, wir bewegen uns dahin. Also die Wellen werden niedriger werden, es wird flacher werden. Und dann aber die Pandemie beendet zu erklären, das kommt wahrscheinlich von der WHO.
Ah ja, ich habe gedacht, Herr Drosten, Herr Kekulé und Herr Streeck würden dann zusammensitzen und sagen, die Pandemie ist jetzt zu Ende. Ja, also die Frage ist, wie lange in Deutschland noch die Notlage ausgerufen, die wurde ja jetzt verlängert, genau, bis zum Herbst. Genau. Und dann muss man sehen, ob das noch weiter verlängert wird. Dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht im Herbst Licht, wirklich eine riesige Sonne am Ende des Tunnels sehen und die ganze Sache ein Ende gefunden hat. Ich darf mich ganz herzlich für das sehr aufschlussreiche Interview bedanken bei Ihnen, Herr Professor Streeck, und wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg für Ihre Arbeit. Vielen Dank.